Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Also bloß nicht die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die richtigen Ninja-Hörnchen es bis nach oben geschafft haben. Das andere müsste man sich aus der Luft zurück verschaffen, doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten, wie man so schön sagt, wenn Menschen fliegen. Also, ihr seht vielleicht, dass das Spiel schöner ist. Und flüssiger läuft. Weil ich mir mal gedacht habe, ja. Ja. Dazu ist das flüssiger von besten Start. Als erstmal nicht, aber es sollte jetzt einigermaßen flüssig laufen. Ich dachte zumindest. Also halt jetzt wieder die typischen Fremdbrüche, die ich bei Überland immer habe. Jetzt habe ich alles mal einmal gemacht, jetzt geht es eigentlich wieder. Ich bin hier, um den Anhänger im Bett zu bringen, klar. Novizen ausbilden, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Es ist jetzt schon ewig her, dass ich zum Aufladen gekommen bin. Den Zeitstand zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre gehört aber nur dem Buffet. Unser größter Schatz wird an der Spitze der Pyramide. Pyramide sicher verwarten. Ich habe die Zeit gefunden. Ich muss die Kamera an. Am Handy, wie immer. Ich glaube, er kann spontan starten. Stimmt's mal wieder auf. Das heißt, spiel ich nämlich bei euch auf Internet. Wird auch noch überlegt, ob ich mich aufnehme. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, kann man mit dem großen Zerstörer kommunizieren? Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob es ausprobieren wollen würde. Wart ihr schon auf dem Gipfel des Alpha? Ihr erreicht ihn über das Sturmtal. Ja. Okay, wir sind auf dem Gipfel des Alpha. Wir erreichen ihn über das Sturmtal. Wir haben ja die Aufgaben von denen schon gelöst gehabt. Schau mal, wo das Sturmtal ist. Und dann versuchen wir auf den Gipfel des Alpha zu kommen. Weil wir müssen ja den Beitritt, um da reinzukommen. In diese Pyramide, glaube ich, weil wir so einen Magelliten brauchen. Naja. Schau mal, Sturmtal haben wir gesehen. Hm? Das half. Stimmt. Hier wollen wir hin. Ach, ist die Musik so schön in dem Spiel. Jener, der wie der Wind zu fliegen suchte. Unbekannter Erfinder anno 943 bis 1012. Oh, hallo, guter Mann. Ich kenne euch. Lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? Ich bin in diesem Ort Sturmtal, aber der Sturmwächter war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber ist dabei gestorben. Egal, wie ihr wisst, tut das nicht zur Sache. Ach, tut es das nicht? Das wusste ich nicht, dass es nichts zur Sache tut. Aber dass ihr nur da hinten bei dem netten Mann vorbeigeht, gehen wir mal hier lang. Hey, Jodor. Auf dem Gipfel des Alpha findet ihr einen Tempel, der dem großen Zerstörer gewidmet ist. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, verrostetes Dings da. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügeln. Komisch, oder? Ich frage mich, wofür es gut war. Ach Gott, das hört sich schon nach einer dämlichen Anspielung auf Assassin's Creed an, auf dieses von... wie ist es? Ah, der Maler. Gott, das fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. In Venedig, der Maler hieß... Ich kann jeden Assassin's Creed Teil auswendig, aber das fällt mir nicht ein. Ja, egal. Das fällt mir schon wieder an. Der hat so eine Flugmaschine gebaut. Auf den Gipfel des Alpha dürfen nur jene legen, die Novizenausbildung für Anhänger des Propheten bestanden haben. Zuerst bestehen, dann betreten. Oh, ihr seid also der neue Novize? Man hat mir gesagt, ihr werdet kommen, um eure Ausbildung abzuschließen. Ach, danke. Nehmt euch in Acht, den Alpha zu besteigen ist ausgesprochen gefährlich. Schließlich wollen wir keine schwachen Anhänger haben. Nur die Besten verdienen sich einen Platz in der Welt nach der Vernichtung.
Ich hoffe, dass diesmal vom Sound alles passt. Oh Gott, wird mich das wieder nerven. Oh, 2D. Ist ja banner schwer, dafür haben wir dich gebraucht, ja? Okay. Ja, jetzt habe ich wieder kurz die Legs, weil das erstmal berechnet hat. Und wieder vorbeigehen, circa jetzt. Ich gehe jetzt einfach davon aus. Gut. Ich glaube, wir müssen einfach hier hoch. Au! Ich halt weg, okay. Okay, hier ist ein Speicher. Das erinnert mich an den neuen Super Mario Maker. Das wird ja beinahe anspruchsvoll hier. Ah, stimmt. Darf ich nicht kommen können, dass das weh tut. Ja, was war's? Hallo? Ah, okay. Wie geht das? Komm. So müssen wir mal durchkriegen. Ich finde es nämlich gerade höllisch, verzeihen. Dachte ich mir doch. Gefunden, Mama. Natürlich Lebensenergie, garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei.
Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ciao bis zum nächsten Part.